In diesem Video wollen wir jetzt das ganze Gelernte anwenden und damit rechnen. Also wir wollen auch wirklich mit Wurzeln rechnen und einen sehr schwierigen Ausdruck vereinfachen. Dazu benötigen wir aber, wie gesagt, das ganze Wissen, was wir schon haben, nämlich das alles. Falls du dir bisher noch nicht alle Rechenregeln aufgeschrieben hast, drück am besten gleich auf Pause und notiere sie dir. Besonders möchte ich in diesem Zusammenhang nochmal auf die erste Rechenregel der Wurzeln hinweisen. Im letzten Video haben wir ja gesehen, dass nämlich nur die Multiplikation für diese Rechenregel gültig ist. Denn die n-te Wurzel aus a mal b ist die n-te Wurzel aus a mal der n-ten Wurzel aus b. Falls a und b addiert werden, gilt diese Gleichheit nicht. Dann gilt nämlich n-te Wurzel aus a plus b ist nicht gleich die n-te Wurzel aus a plus der n-ten Wurzel aus b. Also dies gilt wirklich nur, wenn a und b multipliziert werden, und versuche am besten diesen ganz typischen Fehler, nämlich bei Addition dieselbe Rechenregel anzuwenden, zu vermeiden, da die einfach nicht gültig ist. Außerdem möchte ich nochmal auf den Zusammenhang zwischen Potenzen und Wurzeln hinweisen. Und nun schauen wir uns gemeinsam dieses schwierige Beispiel an. Da du bestimmt schon die ganzen Rechenregeln intus hast, würde ich dir raten, jetzt auf Pause zu drücken und die ganzen Rechenregeln und den Zusammenhang zwischen Potenzen und Wurzeln zu nutzen und den Term in der entsprechenden Form zu vereinfachen. Drücke jetzt auf Pause. Sehen wir es uns gemeinsam an. Als erstes würde ich dir raten, bei so etwas die ganzen Wurzeln als Potenz anzuschreiben, da es mit Potenzen einfacher ist zum Rechnen. Das heißt, wir erhalten dann a hoch 2 Drittel mal, Klammer auf, b mal c hoch 4, Klammer zu, hoch 1 halb, dividiert durch a hoch 5 mal, Klammer auf, b hoch 2 mal c hoch minus 2, Klammer zu, hoch 1 Sechstel. Nun können wir die Potenzrechenregel anwenden und den äußeren Exponenten der beiden Klammern hinein multiplizieren. Das heißt, wir erhalten dann a hoch 2 Drittel mal b hoch 1 mal 1 halb, also b hoch 1 halb, mal c hoch 4 mal 1 halb, und das ist dann c hoch 2, und unten dasselbe. Als nächstes bringen wir die Potenzen des Nenners nach oben, also wir wollen den Bruch auflösen, und das können wir folgendermaßen schaffen, indem wir dann a hoch minus 5 erhalten, also wir verwenden immer den Kehrwert, mal b hoch minus 2 Sechstel mal c hoch 2 Sechstel. Nun brauchen wir nur noch die Potenzen mit selber Basis zusammenzufassen. Und anschließend benötigen wir natürlich noch denselben Nenner in den Exponenten, um die Subtraktionen bzw. um die Addition ausrechnen zu können. Und somit erhalten wir dann das hier, und am Schluss ist das Ergebnis dann a hoch minus 13 Drittel mal b hoch 1 Sechstel mal c hoch 7 Drittel. Falls du dieses Beispiel vorher, wo ich dich gebeten habe, auf Pause zu drücken, nicht ganz richtig hattest, würde ich dir raten, gleich nochmal zurückzuspulen und es jetzt mit dem Wissen selbstständig nochmal zu probieren. Ich hoffe, du hast viel in diesem Video lernen können, vor allem nämlich die Anwendung der ganzen Rechenregeln, die wir bisher kennengelernt haben. Dann bleibt nur eins zu sagen, bis zum nächsten Video.